Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von uns. Matze auch da. Hallo Matze! Ja, Servus Leute und hi David. Hallo! Alles fresh bei dir? Ja, und bei dir? Schon auch, alles easy. Sehr gut! jetzt halt's Maul, okay? Wir machen Was wieder machen heute wir mit heute, der Matze? Washroom. Ich baue jetzt eine Disco oder beziehungsweise eine Bar, wo man sich betrinken kann, weil das hat sich eine gewünscht. Das braucht man eigentlich Eine irgendwie Bar, wo schon man sich so. betrinken kann. Ja, Alles ja. klar. Was Und machen wir zwar denn, nehme ich dir Matze? sogar noch einen Teil von deinem Maschinenraum dafür weg. Ach, den muss ich Ach immer noch fuck, das bauen, war ja ne? ganz vorne. Nein, ich bin jetzt in den Bug, ins Heck geflogen, dabei ist es ja ganz vorne am Bug, ich Vollpfosten. Fuck mal. Die Minecraft-Musik muss ich wieder anmachen. Holy shit, das vergesse ich Das jedes solltest Mal. du ja. Stimmt. Warte, slash play sound music.game. Und dann Toni da Du noch kannst. Schmatze. Boah, ohne Scheiß, Boah, Matze, ich aber hoffe mal, ich. es funktioniert. Weißt du was? Ja. Nehmen einfach den gesamten Platz hier. Wir haben der Werk, die Werkstatt und das Teil, das reicht, glaube ich. Ich brauche keinen Ja, Maschinenraum. jetzt kommst du plötzlich auch so an. Und ja, die Werkstatt reicht mit diesen Minecarts. Die fucken eh schon genügend ab. Ja. Das sieht so retarded Hä, aber ich hab kein. Ich finde das so Ich hab den nice. Sound nicht. Ich finde das so nice, ohne Witz. Sag mal kurz leise. Ich höre die leider laut genug. Ich höre den Sound nicht. Ja, RIP. Aber den Schalter-Sound kriege ich, wenn ich ihn umlege. Music Settings, das müsste bei Vor Ambient 14. Environment sein, Egal. Ja gut, auf jeden Fall glaube haben wir dann ich. den Platz jetzt hier Oder? für unsere Disco. Kannst du ja irgendwie keine Ahnung, Wie viel haben wir denn hier mit der noch? Glocke oder so einbauen, dass das so Hier. blinkt oder so ein bisschen, ne? Ja, das habe ich vor. Sehr So, schön. hier. Das ist unsere Grenze, dass wir keine Grenzverletzungen begehen. Jetzt kriegen wir auch wieder Musik. Halleluja, das wurde auch Zeit. Da fällt zu So. meinem Witz wegen Grenzverletzung gar nichts mehr ein. Und Leute fragen War sich der hier, so was ich schlecht? Sinnvolles mache in dieser Folge. Ich werde diese Folge unangenehme Stellen panzern. Yay. So wie ich letzte Folge. Nee, du hast einfach Stellen gepanzert. Also nicht Als ganz. ob du das jetzt lustig findest. Das fand ich sehr lustig, sonst würde ich nicht lachen, Matze. Habe ich dir schon mal gesagt, dass du behindert bist? Ich glaube oft genug. Glaube ich auch. Aber hey, wir sind halt keine Profis. Wir sind Wir Profis. sind, wir sind, nein, wir sind keine Profis. Wir sind Götter. Ich bin mir überlegen, ob wir das so ein ähnliches Muster in diese Disco machen, nur halt mit Licht am Boden. Da hätte ich irgendwie voll Bock drauf. Ist die Frage. Ich mach mal hier, nehme mal verschiedenes Licht ins Inventar, verschiedene. Lila kommt immer gut, grün braucht man immer, blau oder aber dunkelblaues Licht. Was ist Also mit Rotlicht? so Auch lila blau meinst du eigentlich. so Lila, Wasserfarben so blassblau, richtig. und so grün und so Uni Farbe. Das auch, ja. Dann machen wir hier mal so eine lila Round. Okay, das ist ein bisschen behindert. Was habe ich hier gemacht? Was habe ich hier gemacht? Ja, das fragt uns bei dir häufiger. Was habe ich hier gemacht? Wie dumme. Naja, egal. Jetzt haben wir keine Musik mehr, for fuck's sake. Wundert euch nicht, wenn ich etwas langsam schreibe, meine Hand schmerzt etwas. Halt's Maul, Mann, ehrlich, das ist nicht lustig. Es ist schon witzig, wenn man die Hintergrundgeschichte kennt. Die Nachher. kennst du ja, die kennst du ja zum Glück nicht mal. Ja. Stimmt sogar zum Teil. Hier rum machen wir dann mal so ein grünes Licht. Obwohl, da müssen die rot. Na, das sieht scheiße aus. Ah, was mache ich denn? Was mache ich denn, Alter? Was ist denn los mit mir, Mann? Machen die mal so ein fettes grünes Licht. So, ich hoffe ja, dass es nach dem Panzern alles so funktioniert, aber naja. Das werden Die wir bald letzte Phase wissen. beim Warship wird immer noch das Testen sein. Und da werden wir wahrscheinlich so viele Bugs finden. Der Moment, wenn man den falschen Block wegreißt. Kennst du ihn? Nur zu gut, glaube ich. Was?
Der Moment, wenn man den falschen Block wegreißt. Oh. Ja, besonders wenn es dann diese. Genau den falschen. Besonders wenn es dann diese Blöcke sind, ne? Wo. Was mache ich eigentlich, Mann? Ich bin echt zu dumm gerade. Am besten ist immer die, die dann so 10 Repeater drüber hatten, wo man dann die Einstellung nicht weiß oder so, ne? Die Richtung nicht weiß, die Einstellung nicht weiß, und dann bist du so, nein. Man würde das auch dezent gefickt nennen, aber. Hä, das geht aber irgendwie jetzt nicht raus. Das heißt, wir müssen. Ach nee, komm schon, leck mich doch am sonst wo. Halleluja. Wieso ist das eigentlich so viel dunkler als der andere Dünnschiss? Kann's ja wohl nicht sein. Krutze, sonst was, ey. Wäre ich ja schon wieder unleidig, leicht. Da eins und da eins. So, ich mach das jetzt von der anderen Seite außen. Von außen nach innen. Dann kann man nichts falsch machen. Da. Da, 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 da. Und hier, so. Oh. Und dann soll da das beginnen. Das grüne Stern-Dings. Da, warum ist da? Können wir auch noch Deckenbeleuchtung können wir auch noch einbauen. Wir haben ja genügend Platz. Aber ich will auch diese Bodenbeleuchtung, weil die voll geil aussieht. Und die Bodenbeleuchtung wird dann so blinken die ganze Zeit. Packst du das? Wenn wir das... Ja. Gut. So. Bitte lass es funktionieren. Ja, schau, das klappt doch. Es musste ja symmetrisch sein, weil alles in diesem Schiff symmetrisch ist. Nee, lass mal hier zwischendrin Eisen behalten. Das ist manchmal ein bisschen fast schon zu symmetrisch. Das ist ein bisschen findest witzig. Du? Ja, aber manchmal schaut man so von der Seite drauf und denkt man sich so, hat das überhaupt eine Fahrtrichtung? Aber naja. Dafür wird er dann später die Schornsteine und die Platzierungen an der Front noch helfen. Ich hab die beste Übrigens Idee gerade ever, Mann. Übrigens, eine andere Idee gehabt, die können wir den Leuten mit etwa erzählen. Wir haben auch noch eine Sache, die wir machen wollen, und zwar wollen wir dem Schiff noch eine Lackierung verpassen. Wir wollen. Ja, muss da nicht so eine rhetorische Frage draus machen. Doch, muss ich. Aber, wir wollen dem eine Lackierung geben. Da kommt nämlich hier und hier eine Bar hin. Den äußeren Teil ist halt aktuell als Endeside, ne? Und wir wollten das halt ein bisschen anders machen. Ihr könnt ja gerne. Oranges Licht brauchen wir, scheiße. Ich hab ja, kein oranges Licht. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, was ihr denn für. Keine Ahnung, für Muster oder so euch wünschen würdet auf dem äußeren, ob keine Ahnung. Flammen, das Tiere, abstrakte Muster, wenn auch irgendwelche Farbwünsche äußern. Wenn was Cooles dabei ist, also, nehmen wir es vielleicht gerne. Aber nur vielleicht. Genau. Oh. Oder unter Vorbehalt. Ah, okay. So, jetzt müssen wir den Untergrund aufreißen. Ciao, Leben. Und da erstmal überall Lampen platzieren. Sprich, das ganze Eisen muss hier raus. So, das ist so voll hier. Ganz ruhig, nicht aufregen, alles easy. Everything will work out. Someday. Wieso habe ich eigentlich diese Stonebrick-Treppen im verkackten Inventar? Ah, ist hier viel Platz und noch so Zeug und. Ja, schau, David, so ging es mir letzte Folge. Du hast schon. Nee, na, noch nicht mal 9 Minuten. Ja, so 9 Minuten hast du geschafft von 40. Danke für die nette, aufmunternde Bemerkung. Ja, schau. Ist doch immerhin besser als gar nichts. Ich bin hier gerade nur damit beschäftigt, den Boden rauszukreißen, um danach eine anständige Beleuchtung einbauen zu können. Ja, aber der Vorteil ist ja aktuell gerade, Leute, dass wir Redstone-technisch eigentlich alles gebaut haben. Vielleicht müssen keine Mistkabel mehr irgendwo verlegen. Das heißt, wir haben jetzt endlich Zeit, alles voll zu klatschen mit Blöcken. Weil es ein bisschen massiver wird. Muss jetzt hier gerade noch entstehen. Ja, da brauchst du keine riesige Computerverkabelung, oder nicht? Das ist richtig. Na also. Vielleicht brauche ich aber eine KI. Um dich K.O. zu machen. Die dann sich überlegt, ja, was die Leute jetzt für eine Stimmung haben und dann. Je nachdem, besonders blinklich anmacht. Genau.
Nice. Viel Spaß. Dankeschön. Rest in Pepperonis. Hast du das schon gesagt heute? Häufig. Nicht häufig genug wahrscheinlich. Ja! Ja! Ich spring gleich. Ich wollte gerade aufspringen. Ganz im Ernst, das Licht wird hier in der Disco einfach dauerhaft an sein, oder? Aber ja, wir können da auch einfach irgendwo einen Schalter hier so hinklatschen. Warte, das farbige Licht aber haben wir jetzt. Aber spätestens wenn du ein Blinklicht brauchst, brauchst du ja sowas, ne? Au, 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 au. Ja, ich brauche eine Glocke. Das ist mir bewusst. So. Eigentlich ist das hier viel zu viel, oder? Nee, kann man schon, kann man sich schon so geben. Obwohl, das ist ein bisschen eng hier. Ne? Wenn das eins nach rüber da rücken, rücken wir das mal darüber eins. So, also die eine Seite vom Eingang, die Eingangsschaltung, ist jetzt fast komplett gepanzert. Bitte was? Slash undo, bitte. Oh, hast du gemacht? Weltedit? Ja. Das hat mir nur zu weltedit. Ah, doch, ja, es hat sogar funktioniert. Ah, er hat gerade in die Comics gepostet, dass, gefragt, wann du bemerkst, dass man gefüllte Truhen mit weltedit kopieren kann. Das habe ich dich letzte Folge gefragt! Du dummes Stück, das habe ich dich letzte Folge gefragt! Ja? Ja. Und jetzt? Fick dich einfach! Ich hab dich das gefragt, ob das geht! Boah, du bist so ein Stück sonst was. Wieso denn? Dich fick ich doch, wenn das. Oh, das war ein bisschen. Was denn auf einmal? So, genau. So muss das. Wir haben keine Musik mehr. Pfaff! So. Einmal tief durchatmen. Wusa! Jetzt kann ich aber die ganze Schlonz sich auch eins nach vorne moven. Wohin ist ja noch eine einfach zu verkabelnde Stelle, Matze? Bitte was? Hier ist noch eine einfach zu verkabelnde Stelle. Ja und? Willst du die übernehmen? Nein, ich bin gerade dabei, World Edit zu rapen. Hm. Wie? Ja doch, es. Oh, hui. Es hat funktioniert. Hm. Ja, gut Job. Take it easy with a smile. So. So, replace 0 Iron. Ja, fuck doch diese Scheiße. Ich brauche ein Undo. Undo, ich kann nicht mehr schreiben, ehrlich. So, und jetzt hat bitte nach vorne eins. Nicht nach unten eins. Ja, siehste, das ist doch jetzt mal eine geile Beleuchtung. Das ist doch mal echt eine geile Beleuchtung. Ja. Lass mal hier das hier unten reinbauen. Ich überlege mir manchmal, ob man hier nicht doch die diese Hochschleuderteile um einen Tick noch erhöhen sollte. Aktuell sind 3 Ticks eingestellt als Verzögerung und man könnte noch einen mehr einstellen von der, ja, von der Art, wie es gebaut ist. Dann hätte man ein bisschen mehr Zeit, um drauf zu laufen. Ich glaube, das ist gar keine schlechte Idee, oder? Schreibt auch mal in die Kommentare, ob was ihr davon haltet, ob das eine gute Idee wäre. Könnten wir, wie gesagt, noch technisch machen. Das ginge. Geht das doch irgendwie. Ach. Ja, doch, das wird schon so gehen. So, das Teil. Das muss dann geht reichen. Na, erstmal 2 Repeater. For fuck's sake. Das Teil hier. So, und dann hast du hier deinen Output.
Aber wo soll der als erstes hingehen? Hm. Vor allem, weil jetzt hier das ja schon gepowert wird. Ja, oder auch nicht. Jetzt setzen wir überall Lampen hin, dann wissen wir schon mal mehr. Irgendwie wäre das einfach, wenn die Glocke, glaube ich, hier wäre. Ja, allerdings, ja doch, wir können das hier schon so machen. Bauen wir die hier rüber, da haben wir mehr Platz. Den Schlons. Nicht hier so unten durch. Genau so stelle ich mir das vor. Das kommt erstmal weg gerade. Ich könnte das eigentlich auswählen, gerade das Gebiet, und da Eisen durch Redstone-Lampen ersetzen, aber ich lasse es mal. Sonst haben wir irgendwie noch Wände aus Redstone-Mauern gleich. Das wäre nicht ganz so geil. Okay, ich habe das Gefühl, ich baue hier eindeutig zu viele Lampen rein und das wird sich irgendwo auf Dauer vollkommen in die Quere kommen. Ha! Aber wir versuchen das jetzt einfach. Das. Ich bin nicht der Skiller, aber. Müsste das Problem gewesen sein. Hast du irgendwas abge. Ja, es sieht so aus. Der Eingang hat gar nicht mehr funktioniert. Schäm dich. Ha! Jetzt geht's wieder! Nice. Hab den Fehler gefunden. Schäm dich nicht mehr. Ja. Wenn du Fehler machst, musst du sie wenigstens wieder raushauen können. Ne? Das ist richtig. Gut, das geht wieder. Dann machen wir weiter auf der anderen Seite. Aber wenn die Eingänge schon mal gepantet sind, dann ist schon mal das gröbste Mistzeug fertig, so in die Richtung, ne? Aber das ergibt keinen Sinn. Hä, wieso hört die Musik so plötzlich wieder auf? Okay, wir sind hier ziemlich gefickt, weil wenn wir das alles mit Repeat dann powern sollen. Wie soll das gehen? Scheiß Bodenbeleuchtung. Alles nur Repeater. Ciao, Alter. Was? Wir machen. Hier kriegen wir schon auf jeden Fall schon mal gleich für den. Aber hier kriegen wir schon mal für den keins. Für die Lampe. Hoppala, so. Die gehen jetzt gleichzeitig an. Der hier will noch nicht so recht. Wie Paul nicht recht? Nee, der will gar nicht, weil, aber. Wieder links. Och nee. Jetzt geh doch weg. Jetzt geht der vor den an, das heißt, damit die gleichzeitig sind, müssen wir einen Tick hoch alles. Mhm. Okay. Die kriegen wir so. Die zwei. Okay, tun wir doch nicht. Den kriegen wir dann so. Kriegen wir die zwei so? Nein, auch nicht. Ah, ich bin ja dumm. So kriegen wir die zwei. Den kriegen wir so. Jetzt müsste das alles gleichzeitig leuchten eigentlich und wieder ausgehen. Der geht früher an, wieso? Warum? Weil Minecraft verbuggt ist. Der hat ja einen Tick und die haben.
mit Repeatern gefailt oder mit Redstone-Linien und so? Nee, ich bin gerade nur durch den Wind, habe ich das Gefühl irgendwie komplett. Hm. For fuck's sake, ehrlich. What? Ich bin am Zweifeln, aber... Also der kommt ja mit einem Tick hier und der Rest ja dann... Aber die haben ja den einen Tick schon drin. Scheiße, okay. Hab ich gerade gefailt eine Runde? Klar, oh Gott, fuck, bin ich dumm. Ja, okay, wir kriegen den nicht an. Hm. Können wir den von so powern, wenn wir... Ha! Get wrecked. Wir kriegen das schon hin. Wenn wir den hier einfach so durchlegen, dann Reds, Reddity Stone, Stonity Reddy. Dann haben wir den... Ah, das war dumm. Das wird vielleicht auch nicht so einfach, aber... Die können die hier so. Die zwei so. Und wie holen wir uns den ran? Scheiße. Wir müssen den von der Seite irgendwie powern. Mhm. Ah. Wir setzen den Hebel einfach hier hin. Na, gute Idee. Hätte ich auch gemacht. Okay, nein. Ah! Oida, ich wette, ich mache hier so den übelsten Aufwand. Zu viel. Was brauchst du gerade? Ja, ich muss diesen Scheiß hier von hinten powern. Geh mal da gerade weg, Scheißgang. Ja, da, obwohl. Na, das geht sogar. Nein, tut's nicht, weil da diese Scheiße im Weg ist. Ehrlich, euer Schwede, da... Ich power den jetzt doch einfach... Ist die Musik schon wieder aus, Alter. Schwör, ich krieg hier gleich noch einen Kreislauf-Kollaps, Mann. Jetzt habe ich den ganzen Scheiß halt weggerissen, ich dumme... Funz, ehrlich. Ja. Das ist einfach nur so... krank. Gleich eskalierst. Wir kriegen jetzt die Scheiße hier noch an, so. Ja, Junge, Junge, Alter, den kriegen wir so. So. Den Schiss. Ha, ich sehe eine Möglichkeit, uns zu retten, ohne diesen Fick-Repeater hier vorne. Ne, jetzt ist das wieder Perma an, weil das natürlich den Scheiß powert. So. Na. So. Nein, das geht auch nicht. Ha! Hm? Funktioniert jetzt bei dir? Ein 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hm?
Ein Sechstel funktioniert, wie ich möchte, ja. Nice. Ich schätze, das ist ein Fortschritt, nicht? Ja, es könnte schlimmer sein. Na also. Legen wir den Shit hier hinten durch. Oder auch hier hinten durch, damit es hier keinen Stress gibt. Dann haben wir nämlich auch einen gewissen Abstand eben zu dieser Beleuchtung hier hinten, die wir strunz, obwohl doch nicht so strunz vielleicht. So kriegen wir die drei schon mal mit ran. Und damit die halt ein bisschen später zünden, packen wir hier mal den Delay rein. Dass die später zünden. Dann. What the fuck war das denn bei dir, David? Alles gut. Wen bringst du gerade um? Das war ein Stuhl, der ein bisschen quietscht. Ui, da lass doch den Namen Stuhl stehen, Mann. Der Stuhl ist voll nice. Quietscht nur ein bisschen und ist ein bisschen alt und leicht demoliert, aber ansonsten ist alles gut. So, die andere Seite müsste jetzt auch gepanzert sein bei mir. Sieht soweit nice aus. Jetzt kommt noch der Härtetest, ob es auch funktioniert. Ich berichte dir, wie es ausgeht, Matze. Ich freue mich darauf. Man glaubt es kaum, es ist noch voll funktionstüchtig. Nice. Das glaube ich halt jetzt echt kaum. JK. JK. Nee, also unten wäre dieser größere Bereich jetzt komplett gepanzert, weil so bei den jetzt beim Eingang. Der Scheiß halt nicht mehr. Ich schaue ein bisschen, ob es noch größere Flächen gibt, die schwierig sind zu panzern, die du noch nicht ausgelassen hast. Wir brauchen hier den Repeater, damit wir den. Oh, hier bist du! Guten Tag! Hi. Wo bist denn du? Ah, du bist in Gamer 3, oder? Mhm. Ja. Boah, also es sieht hart nice aus, was da am Boden ist. Also die von den Lämpchen her. Ja. Das sieht ziemlich schön aus. Cool. Ich finde auch die Beleuchtung hier gerade, wie das angeht, eigentlich ziemlich geil. Ich muss doch diese scheiß Lampe hier gerade rankriegen. Und zwar am besten. Alles klar, ich sehe sie, wie du das machst. Es ist. Beklag dich nicht über meine Redstone-Kenntnisse, okay? Ich bin ein Noob. Aber ich kann damit leben. What the fuck? Wieso hast du den da hingesetzt? Ah. Okay, so, genau das wollte ich. Jetzt wollte ich auch noch einen Repeater hinpacken. So. Du hast das Schiff aufgegrieft. Nee, kein. Ja. Was aber behindert wird, mit diesen Orangen zu powern in der Mitte, habe ich das Gefühl. Lags gerade? Nö. Das ist übrigens keine Lagschaltung, ja. Leute. Das ist vollkommen legitim. Die können wir im Warship halt anlassen. Und ja. Keine Lagschaltung, das ist völlig legitim. Können wir im Warship halt anlassen. Ja, Lagschaltung sind ja verboten, wie alle wissen natürlich, ne? Aber das ist keine. Ja. Das ist eine Disco und das dürfen wir, ne? Ja, vor allem Disco-Wüste wird das sicher gefallen.
Oh nee. Oh nee. Oh nee. Och nee, nicht der schon wieder. JK. Nein, nur ein Scherz. Warte, wo wird der Scheiß jetzt gepowert? Wie Sorry. viele? Wie viele was? Du musst gucken, möglichst, dass die vom Delay her gleich sind, ne? Beiden Seiten. Ja, ach nee, sag bloß. Das wird nur. Das ist einfach nur die dümmste Art ever irgendwie. Hallo? Ich folge nur deinen Wünschen. Hä, Ja, wieso? Hm. wie weit bist du denn schon? Wie nah sind wir denn 40 Minuten schon, Matze? Wir sind bei 30 Minuten, aber hey, wieso? Ah. Na also, die Folgen wie immer extra lang. Tun die da extra lang beim Failen. Ja, vor allem ich gerade stelle mich, glaube ich, ziemlich dämlich an, aber hey. Who cares? Ja, ihr müsst bedenken, Matze macht das nicht so häufig. Häufig. So gesehen, seid gnädig. He tries. He tries. Ja, ich schaue mal, was ich tun könnte, Sinnvolles. Oh, das hier sieht doch gut aus. Ja, genau. Hier kann ich panzern. So, bis das angeht, vergehen tatsächlich drei volle. Beziehungsweise aus der Glock gehend. Drei volle und drei Ticks. Oh, In etwa. was ist hier passiert? Das kriegen wir hier nie rein. Aber ich habe eine Idee, wir machen Lol. die drei vollen hier raus. Dass wir hier drei Ticks haben. Plus nochmal drei Ticks sind sechs Ticks. Und hier haben wir dann immerhin vier. Aus der Glock raus. Die Musik ist schon wieder aus. Ich krieg mich nicht mehr ein. Ui, da Schwede. Ganz im Ernst, wenn das dann nicht 100% parallel läuft, teilweise ist mir das, glaube ich, am Ende ziemlich Wurst. Weil Wurstbrot ohne Wurst ist Brot. Ja, ich kann versuchen, dir zu helfen, dass es alles zur selben Zeit ist, oder? Diese grünen Dinger sind mir ein bisschen zu groß. Ich mache die, glaube ich, kleiner. Weil wir brauchen den Platz noch, um da außen rum zu legen. Wir können auch das Orange, ne? Also wenn wir das so machen, können wir einfach so das außen rum machen, weißt? So ein sternförmiges Ding. Weil dann können wir auch hier noch diese sechs Ticks einbauen in die Dings bestimmt, wenn wir hier. Obwohl. Doch können wir. Wenn wir das quasi von hier oben anfangen zu verkabeln. Quasi genau andersrum. Weil wir eh hier durch müssten, um zu dem blauen wiederzukommen. Zu dem Gedöns hier. Und das machen wir jetzt so. Obwohl, ne, das wird so nicht gepowert. So. Und dann kriegen wir hier nämlich jetzt auch diese. Okay, ne, das wird jetzt. Och nee. Ah doch, ja, das geht schon. So, jetzt kriegen wir nämlich hier diese sechs Ticks locker rein. Nice. Das EZ. ist nämlich. Zwei Ganze sind schon acht, ne? Ja. Zwei Ganze sind acht, ja.
4 und 2 sind 6. Dann läuft nämlich das Licht läuft so rum quasi und das hier läuft so rum. Also sich so entgegengesetzt. Aber ist das jetzt zeitgleich? Ich kann das mit meinen Augen nicht gleichzeitig hier so links und rechts quasi drauf schauen. Ja, wenn du zählst und du doch, beiden Seiten gleich schaust, doch, dann... das sieht eigentlich voll geil aus. Ja, schau hier, 1, 2, 3 und nochmal 1, 2, 3 und dann geht halt die Schaltung hier los. Das sind hier nochmal, aber das sind hier halt in der Schaltung an sich nochmal einige. Aber also ich bin gerade nicht in Game Mode 3 bei dir, ne? Nur so. Ja, ich weiß. Gut. Ich sag ja nur, du redest auch immer mit du oder sonst irgendwas. Ja, ich weiß nicht, dass du gerade denkst, ich kann dir gerade folgen. Aber das kann ich nicht. Ja, wieso kannst du denn deinem Führer nicht folgen? Ich hast du keinen Führerschein. Ich hab meinen Führerschein, doch. Du hast deinen noch nicht, also wäre ich mal leiser an deiner Stelle. So, machen wir hier so einen kleinen grünen Star, nämlich dann sieht das auch besser aus. Und ja, allerdings ist jetzt natürlich der blaue wird safe nicht so sein wie der, wenn wir den hier durchlegen. Muss er aber auch gar nicht. Obwohl könnte er schon. Hier haben wir 6, dann machen wir hier die 4, 5, 6. Müssen wir aber hier, weil dann haben wir hier für den jetzt ja 6 plus 3 sind 9. Und hier haben wir dann jetzt 8 und den jeweils einen noch. Gehen wir mal vorsichtshalber einen dazu. Dann sind wir ein zu viel, aber hier drüben sind hier dann der erste Repeater, fangen wir auch noch an. Sprich, das könnte schon halbwegs hinkommen, oder? Wir fliegen mal, setzen uns mal hier hoch. Dass die hier ungefähr so angehen wie die hier vorne. Die gehen ein bisschen früher an, oder? Die gehen jetzt, dann erst die. Ja, die gehen ein bisschen früher. Dann machen wir hier noch 2 rein. Die gehen immer noch früher an. Aber nur minimal. Können wir aber auch ändern. Ups. Jetzt gehen sie gleichzeitig an, oder? Ja, läuft. Jetzt haben wir, warte, aber jetzt müssen wir hier wieder ändern, fuck. Aber jetzt haben wir hier 9 für bis zu den blauen. Also 10 dadurch jetzt. Aber hey, who cares? Nobody. Ich bin einfach zu dämlich, habe ich das Gefühl. Ja doch, ich will mich so. Den Schein den so und so an. So legen wir das Signal nicht dadurch, so. So, also jetzt müssen tatsächlich unten alles gepanzert sein. Ich habe noch auf beiden Seiten die anderen Torpedos doch gepanzert. Warte. Okay, jetzt fehlen nur noch die grünen Eumels hier. Ich kann zumindest den Torpedo noch einfach straight von hier. Oh, du hast die verkleinert, die Teile. Ja. Warte, wir machen das Orangene. Hey, warte, wo? For fuck's sake. Nein, ich will das eigentlich schon, das Orangen da drin haben, weil das eigentlich schon ganz geil aussah. Ich bin nur am überlegen, von wo wir den Shit jetzt am besten powern. Also links und rechts sind nicht gleichzeitig, ne?
Heul leise. Nee, keine Ahnung. Ja, aber annähernd doch, oder? Das ist alles nicht gleichzeitig, aber es muss ja nicht gleichzeitig sein. Es ist eine Disco, die geht halt ab. Verstehst du? Aber du hast eine Bist Glocke du? hier ganz links eingebaut. Ist das seltsam, oder wie? Wieso? Hier drunter hat sie nicht so viel Platz. Ja Weil gut, da aber deine du weißt, dass du das Beleuchtungsding mit dem so. Hebel jetzt nicht ausmachen kannst, ne? Richtig, den muss ich da noch umplatzieren. Okay. Wieso ist die Musik schon wieder aus? Ich krieg mich Problem nicht ist, mehr an. dass Das sind viel zu viele Lichter, ganz im Ernst. Ich bin gerade nicht zu. Ich bin nicht mehr wirklich zufrieden damit mit dem ganzen Shit gerade. warte, das ist die Irgendwie. sechste Glock, ne? Moment. Lass mich mal eben die Glock für dich umbauen. Ich bin mit dem ganzen Zeug gerade nicht zu. Hand tut einfach so weh. Ich bin mit dem ganzen Zeug einfach nicht zufrieden. Gerade. Was hast du jetzt hier ange, dass das hier dauerhaft läuft, das Ding? Bin hier jetzt dumm? So. Jetzt ist es so wie vorher. Ist das hier rechts los? Achso, das hast du gehört. So, wenn ich jetzt zähle, haben wir hier, bevor der erste angeht, eins. In Mathe warst du schon immer besser als ich. Also war wirklich, aber leider. Sollte jetzt eigentlich genau. Das sollte nicht der Grund sein. 15 Ticks hast du hier, bevor der erste angeht. Andere Richtung. Oder ich frage mich gerade echt, wieso ich vorhin so dämlich war. Meine Hand, ich weiß nicht, ob man das sieht in der Kamera, aber sie ist dezent angeschwollen. Dezent hier an den Fingerknöcheln. Normalerweise schauen die Knöchel, da stehen die Knöchel da so raus wie bei der Hand. Das ist bei dieser Hand nicht mehr der Fall. Bin gerade leicht scared. Aber ich bin einfach selbst zu dumm. David, wir sind bei 43. Da fehlt Haut auf dem Finger. Das ist bei 43 Minuten, aber irgendwie. Hast du es Das sieht jetzt einfach aus synchronisiert? wie eine Scheiße. Hä, was denn? Was hast du gemacht? Oh. Es ist ein reines Chaos, ich weiß. Ja, ach nee. Aber hey, es muss doch kein System haben unbedingt, oder? Wir bauen es jetzt einfach zu und lassen es so. Ja, keine Ahnung, also Wir machen das es einfach, wir hat bauen das echt. einfach zu so. Ist egal, das kann so random bleiben, hey. Faktor random ist doch immer ganz lustig. Matze scheißt halt drauf und packt erstmal die Verkleidung drüber. Ja, hey, es ist okay, das ist eine Lass die Disco in abnormale der nächsten Folge weitermachen, Lag-Maschine. Matze. Du musst eh noch Ja, Zeug reinpacken und. ja eben, aber deswegen wollte ich ja jetzt die Verkleidung. Scheiß Mensch. Na! Ich reiß heute nur Ich falsche glaube, Blöcke wir weg, hören lieber das auf, wo ist. noch Menschen oder Tiere zu Schaden kommen. So wie in deinem Labor, oder was? Nee, Spaß, ey. Ja, gut, auch keine Ahnung, ob das Chaos euch gefallen hat. Danke fürs Zuschauen, aber auf jeden Fall und macht's gut, bis zur nächsten Folge. Ciao. Oh.